Guten Tag, Diana Amann, hallo. Ich mache hier mal ein bisschen lauter, dass man sie hört. Sehr schön. Und Sie sind nicht alleine? Nee, hier ist noch jemand. Willkommen bei Kabel zu Babel. Meinem winzig kleinen Sender hier unten in Baden-Württemberg. Sie sind hier, um mit mir über Ralf Böß zu reden. Ralf Böß habe ich ganz früher mal gesehen in ganz furchtbaren Privatsendershows und so, wo man ein bisschen versucht hat, ihn als den Schmarotzer und was weiß ich was hinzustellen. Und da fand ich es sehr bemerkenswert, dass gerade in so Nachmittagsunterhaltung dann so ernste Themen eigentlich angesprochen wurden oder bei Maischberger. Und danach habe ich ihn jetzt ein paar Mal gesehen in dem Markike und RT Interviews, in denen er, im letzten Interview, in dem ich ihn gesehen habe, war er schon 33 Tage am Fasten, ja. Am Sanktionshungern. Und das ist jetzt aber auch schon 7 Tage her, glaube ich. Das ist schon noch mehr, ja. Das ist jetzt nämlich halt schon der 51. Tag. 51 Tage. Also ich habe mal gelernt, ein Mensch kommt 3 Tage ohne Trinken aus, 3 Minuten vielleicht ohne Sauerstoff das Gehirn und 30 Tage ohne Essen. Ja, wir haben jetzt den 51. Hungertag. Ja. Und laut Literatur ist es so, dass nach, ich glaube, 2 Monaten es anfängt, fancy zu werden, nachdem was man trinkt und wie viel. Ist auf jeden Fall jetzt schon Bedenklichkeitsphase, wenn ich jetzt im Moment erreicht. Er tut es ja, um auf was hinzuweisen, und er hat gesagt, es sei kein Hungerstreik, sondern er betreibt Sanktionshungern, das heißt, er weigert sich, menschenunwürdige Bedingungen auf sich zu nehmen, um zu essen. Es geht im Endeffekt um so ein Kniefall-Ding, habe ich so mitgekriegt eigentlich. Also er kann das verraten, für das er jetzt im Endeffekt die letzten 3 Jahre gekämpft hat. Er war ja schon mal im Hungerstreik, habe ich jetzt gelesen. Ich habe hier so ein, jetzt bei der Recherche, so einen ganz schlimmen Artikel von der Bild-Zeitung gefunden, in dem auch in übelster Weise eigentlich über den Herr Böß hergezogen wird. Von wegen Millionen Zuschauer, da ging es um diese Maischberger-Sendung, sehen den Hartz-IV-Empfänger Ralf Böß, wie er auf dem Sofa lümmelte und über den Sozialstaat Deutschland herzog. Es ist halt nicht so einfach. Sobald man aus Hartz-IV heraus irgendwie Aktionen macht, kann man diejenigen ganz schnell hinstellen als irgendwelche Schmarotzer, und man kann halt die Aktion komplett missverstehen und denken, ach so, da sitzt jetzt wieder ein einzelner irgendwie Hartz-IV Sanktionierter, der unbedingt irgendwie mehr Geld haben möchte für sich selbst. Darum geht es aber Ralf Böß gar nicht, weil ihm geht es darum, aufmerksam darauf zu machen, dass es eben vielen, vielen anderen Menschen, Tausenden hier in Deutschland, eben wirklich durch dieses Sanktionssystem, dass sie alles verloren haben. Und es wird nie in den Medien wirklich rübergebracht, dass Menschen tatsächlich in Deutschland nicht nur ihre Regelleistung gekürzt bekommen, sondern erstens, dass das auch vollständig wegfallen kann, und zweitens auch Krankenkasse und Wohnung eben auch. Also es gibt ja nicht umsonst wahnsinnig viele Zwangsräumungen in Deutschland. Also ich habe von Ralf Böß jetzt auch zum ersten Mal das Wort, was ich sehr beeindruckend fand, Hartz-IV-Tote gehört. Und ich habe mir dann auch, musste erst mal in mich gehen und das Wort überhaupt auf mich wirken lassen, und habe gedacht, ja klar, also ich habe sogar auch schon Dokus gesehen, in denen dann alte Menschen, die gerade von so Zwangsräumungen dann betroffen wurden, sich ganz ernst hingestellt haben und in die Kamera gesagt, wenn wir dann hier rausgetrieben werden, dann bleibt uns nur noch der Selbstmord. Es ist natürlich nicht so, dass quasi auf dem Totenschein sozusagen in die Dorf steht, gestorben am Jobcenter, gestorben am Verhalten des Jobcenters, sondern Menschen in Armutssituationen erleben schon extreme Ausgrenzung, extreme Isolierung, ziehen sich meistens selbst immer mehr zurück in ihre Wohnungen und sterben dann im Zweifel vereinsamt und verlassen an Folge der Situation oder die sterben einfach. Vollkommen isoliert. Und da herrscht eine gigantische dunkle Box, in die niemand hineinschauen will und wo auch niemand ermitteln will und niemand sehen will, was passiert eigentlich zu Menschen, die zu 100% sanktioniert wurden oder zu noch mehr, sondern man führt diese Sanktionen durch, und damit ist der Fall in der Regel für das Amt dann abgeschlossen,
und es wird nicht mehr, es wird weder nachgefragt, was passiert, noch wird es gesehen, noch wird es gezeigt, noch ist es in den Medien, noch ist es öffentlich, noch haben wir ein Gefühl dafür in Deutschland, was Armut wirklich heißt. Ja, wir haben vergessen, was Hunger bedeutet, wir haben vergessen, wie Hunger aussieht. Ja, wir kennen die Erfahrung nicht. Wir wissen nicht, dass Hunger auch die verschiedenen Phasen durchläuft, dass man mal hochs erleben kann, mal tiefs erleben kann, dass also Hunger nicht immer so aussieht, wie wir es vielleicht in anderen Kontexten aus der Welt kennen, zumindest dass eben auch mitten in Europa ein ganz anderes Gesicht haben kann. Und für all das haben wir kein Sensorium, keine Sprache und zu wenig Wahrnehmung. Und leider Gottes zeugen Medienfieber und wenig dazu bei, das eben zu zeigen und zu erklären und zu illustrieren, was da im Hintergrund eigentlich passiert. Und das ist, glaube ich, der Punkt, was man böse macht, ist quasi diesen Aspekt sichtbar zu machen und davon zu erzählen, was nach der 100%-Sanktionierung den meisten passiert, die eben keine Darlehen, die eben keine Spenden, die eben keine Hilfe von anderen Menschen erwarten können, weil sie eben nicht diese Öffentlichkeit haben, die war böse. Also, als ich dieses Interview dann auch mit so einer Vehemenz und so einer Entschlossenheit gesehen habe, den Ralf, ist eigentlich eine Sache, die für mich verdammt schwer nachvollziehbar ist. Insofern nicht, dass der Anlass nicht so wahnsinnig wichtig wäre oder so dringend, aber einfach, dass man selber so quasi mit seinem Leben abschließt und das also auf so eine Art präsentiert quasi, das hat mich dann erinnert, was ich früher auch nicht so richtig verstanden habe, diese Mönche, die sich selber verbrannt haben. Und das gab ja eine Zeit, in der sich Mönche aus Protest selber verbrannt haben, mit Benzin übergossen und angezündet. Und das hat mich ähnlich schockiert, muss ich sagen. So. Es ist auch sehr, es ist schon sehr dramatisch, was Waldbus einerseits ja macht. Er entscheidet sich quasi dafür, lieber in Würde zu sterben, ja, als ohne Würde zu leben. Und der ganze Kontext ist auch noch ein bisschen umfänglicher, weil Waldbus eben sieht, also das Hartz-IV-System ist ein Teil aus einem System, was derzeit immer extremer wird. Also es richtet sich ja alles immer stärker nach wirtschaftlichen Interessen. Das sehen wir auch in Griechenland. Und da steckt auch ein bisschen das Gefühl hinter, also wenn diese Welt sich jetzt weiter so entwickelt, dann lohnt es sich, dann kann man ja hier fast gar nicht mehr leben, sowieso. Also da kommt so ein bisschen auch dieser Punkt her, dass man sagen kann, ja, da schließe ich lieber mit meinem Leben ab. Aber letztlich will er natürlich leben, nicht, dass es falsch rüberkommt. Also er ist halt sanktioniert und zwar seit fast 3 Jahren vollständig. Ne? Und die Spenden haben halt abgenommen und wo er halt Darlehen immer bekommen hat über unseren Verein. Und seit das Gutachten in Gotha da ist, also das ist halt eine Richtervorlage, die haben wir initiiert. Das heißt, ein Gutachten darüber, dass Hartz-IV-Sanktionen verfassungswidrig sind. Und ein Sozialrichter in Gotha hat das jetzt endlich auch verwendet in einer Klage. Und das heißt, die Frage ist jetzt beim Bundesverfassungsgericht, ob Sanktionen überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar sind. So, und seit diesem Erfolg, der halt durch Red Bulls und unser Team an die Welt kam, sieht er halt keinen Grund mehr noch zu sagen, ja, ich bette hier irgendwie um Spenden oder Darlehen. Ja? Und deshalb lässt er es jetzt einfach, zeigt er jetzt eben wirklich die Konsequenzen. Er ist halt komplett sanktioniert, was bedeutet das? Also, ich habe mir da auch so die Frage gestellt und habe gedacht, okay, also der Anlass ist auf jeden Fall da und es ist auf jeden Fall der richtige, das Richtige, was zu sagen ist, aber wie viele Leute kriegen davon jetzt mit, ist es wirklich, hat es einen groß genugen Impact und habe mir solche Fragen gestellt oder mich dabei ertappt und dann habe ich mir gedacht, würde ich das jetzt auch über Sophie Scholl oder so jemand sagen, der damals quasi wirklich wissentlich sein Leben geopfert hat und vielleicht auch nicht überall bekannt wurde, aber halt danach. Ich weiß nicht, ob ich selber die Courage dazu hätte, das in der Weise zu tun, aber ich hoffe, dass ein Aufschrei der Empörung eigentlich durchs Land geht. Also auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass also wenn man
sozusagen die Situation vor 3 oder 4 Jahren, als eben Vaphoeus auch gerne von den Medien noch genutzt wurde, um eben quasi fälschliche Weise irgendwie zu wollen, zu diffamieren, zeigen zu wollen, falsches Bild von dem, was HSG bedeutet, haben wir heute eine ja, das ist nicht, was HSG auf Länderebene ist. Und haben die ganzen Flüchtlingsprobleme und Entschuldigung, die Verbindung ist gerade ganz schlecht, könnten Sie das nochmal sagen? Also eben das bündelt sich bei diesem Moment, dass der Mensch einfach immer weniger zählt, ja, und diese angeblichen monetären Zwänge, die nicht hinterfragt werden, und das ist immer böse, zeigt sich immer das auch. Ja. Und leider ist es aber so, dass einfach wir so sehr gewohnt sind, entsprechend gewissen Menschenvorstellungen die Lage eben so zu sehen, ja, dass wer arbeitslos ist, eben angeblich zu faul wäre oder zu Militäte, dass wir beispielsweise dadurch eben nicht mehr sehen, dass auch viele Menschen einfach arbeitslos sind, weil sie anderer Meinung waren, weil sie einfach was anderes probiert haben, weil sie was riskiert haben, weil sie Lerntiermütter sind, weil sie einfach aufgrund Effizienzgründen rausgefallen sind, weil sie zu alt sind, angeblich zu alt sind. Und all diese Kriterien, die eigenen Kriterien der Armut werden uns ja nicht mehr wirklich dargelegt, werden uns nicht mehr erklärt, werden nicht mehr transparent gemacht, sondern es werden nur noch Stammtischniveau quasi Phrasen gedroschen, die eben von Paul Leiden gehen, bei diesen Dingen, die aber nichts damit zu tun haben. Und diese Zeiten im Blick auf das zu werfen, was die tatsächlichen Hintergründe sind. Und auch die Tatsachen, dass Wirtschaft heute einfach bedeutet, schwer mit immer weniger Menschen auszukommen, mit immer weniger Menschen in Arbeit bringen zu müssen, weil es auch kostenloser und auch immer weniger Menschen in den Markt beteiligen zu wollen, die auch Konkurrenz sind. Ja. Ja, wenn Sie heute in einem Unternehmen auch noch was riskieren, dann sind Sie auch Konkurrenz. Ja. Zudem, ich würde noch gerne was dazu sagen, weil natürlich viele Leute sagen natürlich, ja, das bringt doch jetzt nichts. Der setzt da sein Leben ein, der spinnt doch irgendwie, was soll das? Ich kann nur immer allen Leuten sagen, die dann irgendwie sagen, ja, das bringt doch nichts, das interessiert den Staat doch nicht. Jeder Einzelne ist hier mit der Staat und wir sind alle mit aufgefordert. Jeder Bürger ist zu Zivilcourage eigentlich mit aufgerufen, jetzt eine Stellung dazu zu beziehen. Weil wenn jetzt klar, also es werden die Argumente immer offensichtlicher, was Hartz IV bedeutet und wir können diese Zukunft mitgestalten. Also nur zu sagen, ach, das bringt doch nichts, ich gucke jetzt mal zu. Wir würden uns sehr wünschen, dass die Leute sich wirklich mit engagieren. Und das passiert ja auch zunehmend, also weil es zieht immer größere Kreise, weil die Leute sehen, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen. Also Ralf Böß überreden, dass er aufhört, das ist vorbei. Das führt mich zu einem Thema, und zwar dem Remonstrationsrecht, der, soweit ich das verstanden habe, eigentlich ein Gesetz dafür ist, was nach dem Zweiten Weltkrieg erschaffen wurde, dass quasi die Amtshaftung außer Kraft gesetzt wurde bei deutschen Beamten, dass man nicht mehr sagen kann, dass da kam der Befehl von oben, sondern dass, wenn jetzt der Polizist den Befehl kriegt, sage ich jetzt mal, urinier auf den Ausländer, dann muss er erst zu seinem Vorgesetzten gehen, und wenn der diesem Befehl bekannt ist und er nichts dagegen tut, dann muss er zu dem seinen Vorgesetzten gehen, und wenn er dann beim Innenminister angelangt ist, dann muss er eigentlich sagen, ich verweigere diesen Befehl, weil der verstößt meines Erachtens nach gegen das Grundgesetz. Ja, das stimmt. Es ist halt, also das waren dann viele Jahre, aber die Jobcenter-Mitarbeiter sind ja keine Beamten. Interessanterweise ist aber jeder, der quasi staatliche Vorgaben ausfüllt, in diesem Sinne Beamte. Und natürlich könnten die Jobcenter-Mitarbeiter diese Demonstrationspflicht nutzen. Allerdings ist es natürlich ganz allgemein gesellschaftlich verbreitet, diese Vorstellung, man könnte Hartz IV erzielen. Ja, und Sanktionen sind ja nichts anderes als ein Versuch einer Erziehungspraxis. Wenn Menschen irgendwie nicht die richtige Einstellung haben, ach, der erscheint mir jetzt gerade irgendwie zu faul und nicht motiviert genug, dann zu sanktionieren. Das heißt, diese Sanktionspraxis wird ja von vielen Jobcenter-Mitarbeitern auch ideell getragen. Als Maßnahme. Das wird gar nicht als irgendwie was Schlimmes so sehr empfunden, weil man guckt ja auch nicht weiterhin, was da mit den Leuten passiert, sondern man hat dann das Gefühl, naja, so ein Klaps auf den Po.